Gene WG. Wir lieben unsere Spiele. Hallihallo, liebe Gamer, ich bin der Dempfo. Wir spielen Resident Evil. In den letzten Part haben wir erfolgreich den ersten Boss besiegt, auch wenn es ein bisschen, naja, schlecht gelaufen ist. Aber wir haben es dann beim zweiten Anlauf geschafft und ja, befinden uns jetzt wieder im Speicherraum und sind somit eigentlich erstmal fertig hier in der Villa und können jetzt, wie Barry in einem der vorjährigen Part gesagt hat, den Hinterausgang erstmal sichern, in Anführungsstrichen. Ja, und können uns jetzt erstmal da auf den Weg hin machen. Ich hoffe, wir haben auch alles mitgenommen beim letzten Mal. Das ist mir jetzt schon ein paar Tage her, dass wir aufgenommen haben. Müssen wir erstmal gucken, was wir alles bei uns haben. Erstmal das wieder wegpacken. Die Schrotflinte und die Munition behalten wir. Ich erinnere mich noch, dass wir noch Munition irgendwo mitnehmen wollten. Wir haben 2, 3 Wappen. Alles klar. Ich weiß noch, welches uns fehlt. Wir brauchen nämlich 4. Aber ich würde sagen, bevor wir das machen, klappen wir erstmal noch andere Räume ab. Wo wir noch ein paar Sachen vergessen haben. Und zwar Munition und Kräuter. Deswegen machen wir unser Inventar jetzt erstmal schön leer. Damit wir das ungehindert alles aufnehmen können. Und dann begeben wir uns hinaus und schauen dann mal, wie es weitergeht. Wie gehen wir denn am besten wo lang? Ist eigentlich wurscht, ne? Gehen wir hier hoch, oben durchs Esszimmer, dann die Treppe wieder runter. Ja, ich glaube, das ist sogar der kürzeste Weg. Da, wo wir jetzt erstmal hinwollen. Und zwar gehen wir durch die rote Eisentür, die wir beim letzten Mal, glaube ich, sogar aufgeschlossen haben, damit wir den Kreuzschlüssel verlieren. Aber wir haben da halt noch nicht untersucht gehabt, den Raum. Beziehungsweise Raum kann man das nicht nennen, da ist man kurze Zeit draußen, aber da sind halt Gitter vor, das heißt, wir können da nicht wirklich, ja, weggehen, sage ich jetzt mal. Sondern da liegt einfach ein paar Kräuter rum. Und ich glaube, Munition oder so liegt da gar nicht. Einfach nur Kräuter. Ich bin auch blöd, der hätte noch auf der anderen Seite runtergehen können. Egal. Bum. Bum. Vielleicht fällt es jetzt auch den einen oder anderen auf. Ich habe es geschafft, die Videoauflösung bei meiner PlayStation mal umzustellen, dass wir jetzt ein Bild von 1280x720p haben. Vorher habe ich das nämlich skaliert in den ersten 5 Parts. Da war auch so ein komisches, ich weiß nicht, Krisin kann man das nicht nehmen. Das sieht man ganz gut bei Jill, wenn die sich bewegt. Da sind ab und zu solche Schnitte in ihr drin. Ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Und ich habe jetzt, bevor ich jetzt die Aufnahme angefangen habe, habe ich mir gedacht, komm, du guckst jetzt mal, ob du irgendwie das eingestellt kriegst, dass das weg ist. Und ich habe es, hoffe ich, erfolgreich geschafft. Also in der Testaufnahme war es nicht mehr zu sehen, weil ich in der PlayStation einstellen konnte, dass PlayStation 1 Spiele halt in der, wenn ein HD-Gerät angeschlossen ist, dass die in HD-Auflösung abgespielt werden. Und dann war das nicht mehr da. Also scheint funktioniert zu haben. Problem wird nur sein, wenn ich jetzt GameCube-Spiele auf der GameCube aufzeichne oder auf der Wii, kann ich das, glaube ich, nicht einstellen, weil die Wii ja an sich, glaube ich, die HD-Funktion nicht hatte. Ich bin mir da nicht sicher. Müssen wir mal gucken, wenn wir mal wieder ein Wii- oder GameCube-Spiel spielen. Beziehungsweise Wii-Spiele kann ich dann auf jeden Fall auf der Wii U mit HDMI-Kabel aufzeichnen, wenn es dann sein muss, aber GameCube-Spiele, da wird es dann schwierig. So, die Tür hier meine ich. Da kommen, glaube ich, auch 2 Hunde. Auf jeden Fall kamen da Hunde, das weiß ich. Da sind sie schon. Die kommen aber erst rübergesprungen, wenn wir, glaube ich, da, ich weiß es nicht, da ist der erste. Puh. Ich hoffe, dass in der Zeit nicht der zweite hier rüber springt. Und da sehen wir auch schon die Kräuter, die ich mitnehmen möchte. Das war der erste. Waren zwar jetzt nur 5 Schüsse, aber trotzdem nachladen. Wir wollen es hier nicht vergessen.
Und der kommt nicht von alleine. Also jetzt nicht, wenn wir da lang gehen. Wahrscheinlich auf dem Rückweg, wenn wir wieder rein wollen. So, ich sehe schon, wir müssen, glaube ich, auch Kräuter kombinieren, damit wir alles mitkriegen. Dann laufen wir gleich zum nächsten Speicherraum. Können da leer machen, das Wappen holen, dann können wir speichern und dann können wir durch den Garten laufen. Oh, passt das doch alles? Ja, passt. Können wir die Kräuter so mitnehmen? Das ist auch gut. Da haben wir mir später genug Zeug zum Mischen. Hier liegt übrigens nichts mehr. Ein rustiger Boiler. Nichts Auffälliges. Sehr gut. So, nehmen wir noch die zwei grünen Kräuter mit. Dann haben wir ja auch alles. Dann sind wir erstmal gut eingedeckt, würde ich behaupten, was das Heilen angeht. So, für dich verschwende ich jetzt keine Munition, weil hier müssen wir nie wieder hin. So, durch die Tür, wo wir gerade vorbeigelaufen sind, da gehen wir nicht rein. Da erwartet uns nichts außer ein Gegner. Und Munition möchte ich halt gerne sparen, weil die werden wir am Ende des Spiels auf jeden Fall brauchen. So, dann gehen wir einmal hier durch, damit wir in den Speicherraum können, machen uns schön leer. Und dann, ja, lösen wir das genau, das letzte Rätsel aus dem Anwesen hier. Ich glaube, das ist sogar wirklich das letzte. Also jetzt hier in dem Bereich, ne? Sehen wir dann. Ich kann sein, dass ich gerade eins vollkommen verdränge. So, ich möchte hier oben gerne die Kräuter lagern. Das werde ich offscreen, wenn wir die Aufnahme beenden, werde ich einfach mal die Kiste sortieren, damit wir hier nicht unnötig Aufnahmezeit wegschmeißen. Das wäre mir ziemlich schade. Ja, wir brauchen eigentlich, ja, können wir erstmal so lassen. Ich glaube nämlich nicht, dass wir da sterben werden. So, wenn mich nicht alles irrt, müsste hier noch ein Zombie sein. Nee. Habe ich falsch in Erinnerung. Das hat ja auch in einem Part angesprochen, dass da eigentlich noch ein Zombie stehen soll. Kann sein, dass das beim Remake der Fall war. Es hat auf jeden Fall irgendwie eine Erinnerung, dass da ein Zombie steht. So, hier haben wir unsere, ja, meine Lieblingsgegner, die ich absolut auf den Tod nicht ausstehen kann. Die Raben. Und wir haben ja schon das Rätsel, dürfte bei einigen, also bei vielen Resident Evil Fans natürlich bekannt sein, das Bilderrätsel. Das wird auch in vielen Fangames benutzt. Da kommen wir jetzt auch mal zu. Ups. Da ist eine Nachricht. Gib mir den Frieden des Todes. Und ich werde dir die Freude des Lebens geben. Da unten ist ein Schalter. Möchten Sie draufdrücken? Nein. So, wir haben hier, wie ihr schon gesehen habt, in der Galerie Bilder. Da sind halt, ja, Menschen abgebildet, wer hätte's gedacht. Und zwar in verschiedenen Altersjahren. Und wir müssen jetzt die richtige Reihenfolge machen. Das heißt, vom Leben bis zum Tod, wie der Hinweis auf dem Bild da gerade auch darauf hingewiesen hat, müssen wir jetzt die Knöpfe drücken. Und wenn wir das falsch machen, dann attackieren uns die Raben und dann, ja, das wird dann nicht so schön. Dann müssen wir uns einmal die Bilder angucken. Das Bildnis eines müden Mannes im mittleren Alter. Da unten ist ein Schalter. Möchten Sie diesen, möchten Sie darauf, den letzten Teil lasse ich einfach weg. Da wird mir immer das Gleiche stehen. Da ist das Bild eines neugeborenen Babys. Da unten ist ein Schalter. Möchten Sie diesen, ja, ich wollte es weglassen. Ich lese es trotzdem vor. So. Ein Bild mit einem jungen Mann. La 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 la. Nein.
Ein Bild von einem Kleinkind? Nein. Das Bild zeigt einen lebhaften Jungen. Nein. Und das Bild eines verwegen aussehenden alten Mannes. Das ist ein Schalter. Möchten Sie drauf drücken? Nope. So. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir die richtige Reihenfolge hier drücken. Wenn nein, habe ich es schon gesagt, werden uns die Rahmen angreifen. Wenn ja, wird nichts passieren und wir werden das letzte Wappen halten. Ach, das ist der müde Mann. Nee, den wollte ich jetzt nicht. Das Bild daneben. Das Neugeborene. Ja. So. Dann haben wir hier das Bild eines jungen Mannes. Das wollte ich jetzt auch nicht. Such gerade das Kleinkind. Das Bild von einem Kleinkind. Bin mir jetzt nicht sicher. Das Bild daneben war. Das Bild zeigt einen lebhaften Jungen. Der sitzt da, glaube ich, auf dem Baum oder so. Deswegen würde ich das Bild nehmen, dann das daneben, dann das auf der anderen Seite und dann den alten Mann. Ich hoffe, das ist richtig. So. Das Bild mit einem jungen Mann. Dann das Bildnis eines müden Mannes im mittleren Alter. Und dann müsste der alte Mann kommen. Und dann sollte das Rätsel fertig sein, wenn wir jetzt die richtige Reihenfolge gedrückt haben. Wenn nicht, dann dürfen wir es gleich nochmal machen. Wir haben es richtig gemacht. Sehr gut. So, da hat das letzte Wappen. Ich verschluck gerne die Wörter, ey. Möchten Sie dies nehmen, den Sternenwappen? Aber liebend gerne. So. Die Rahmen gucken jetzt blöd aus der Wäsche. Die haben nämlich jetzt in dem Spiel, glaube ich, keinen Einsatz mehr. Die werden wir jetzt nie wiedersehen. Zum Glück. Wir können schon mal hier lang gehen. Da ist nämlich noch ein Gegner, den wir dann beseitigen können. Dann können wir direkt den Weg dorthin nehmen. Hier haben wir nämlich noch einen Wauzi. Na, daneben. Oh, jetzt sehe ich den gar nicht richtig, ey. Fuck. Game over. War hier noch einer? Nope. Und mir fällt gerade noch ein, wir wollten noch Munition oben mitnehmen, dass wir bei der Schlange beim zweiten Versuch liegen gelassen haben, weil wir, glaube ich, die Beretta gar nicht dabei hatten. Bei dem Fight. Erinnere ich mich schon gar nicht mehr dran, seht ihr. Ist nur ein paar Tage her. Und ich weiß schon gar nicht mehr, was wir mit dem Inventar hatten. Passiert. Aber ich glaube, wir hatten die Schrotflinte mit. Und die Bazooka. Aber wir haben nur die Bazooka gebraucht, weil wir diesmal richtig nachgeladen haben. Das war ja im ersten Fight, das war ja richtig peinlich, ey. In der Hektik, wo keine Hektik sein müsste, habe ich zigmal die falsche Munition nachgeladen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass bei Resident Evil 2 oder 3 es dann möglich war, die Bazooka-Munition zu wechseln, auch wenn eine andere drin war. Ich verstehe nicht, warum das in den Teil hier nicht funktioniert.